Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Mein Gott, das wird schlimm werden. Hier beginnt die Reise mit Lara Croft, einer verängstigten Frau, die alles andere als das jetzt hier erwartet hat. Dieses Mal auf der Insel Yamatai. Ich bin übrigens der Melek und wir werden tapfer die Lara bei ihrer Forschungsreise begleiten, die ja eigentlich nicht das ist, was wir hier gerade tun. Ich muss runter! Das kann nicht das Ende sein. Oh mein Gott! Das wird jetzt wehtun. Ach du Scheiße!
War das etwa oben jetzt ein Kokon oder was? Oh Mann. Skelette, Knochen auf dem Boden. Das heißt nichts Gutes. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Oh shit. Was ist das hier? Das würde ich auch mal gerne wissen. Kerzen. Sieht aus, als wäre hier ein Nekromant irgendwie zuletzt gewesen oder so. Ein Totenbeschwörer. Was ist bloß passiert? Die musste wirklich dran glauben, falls das eine sie ist. Oh mein Gott. Komm schon. Eine Fackel. Ja, würde ich gerne nehmen. Neue Ausrüstung erhalten, die Fackel. Wie geil ist das denn bitte? Ja, und für die Leute, die es jetzt eingeschaltet haben und das jetzt zum ersten Mal sehen, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das heißt, wir sind voll blind auf uns gestellt. In der Rolle von... Oh, das war laut. Lara Croft. Ah, ich soll die Kästen hier anzünden. Holz und Papier unter anderem. Zack. Oh Gott. Das ging ein bisschen schnell. Sehr schnell für die Verhältnisse. Oh mein Gott. Und ich höre Stimmen. Nein, er muss mich gehört haben. Fuck. Kommen wir hier durch? Ja, es geht. Wo sind wir denn hier bitte gelandet? Überlebensinstinkt, wie geil ist das denn? Okay, da erkunden wir mal das Ganze. Ah, ich verstehe. Ach, jetzt lernen wir also die Fähigkeiten von unserer verängstigsten Lara Croft kennen. Und das soll hier übrigens ein Teil sein, der auch eine Art Reboot verdeutlicht. Der nämlich bei diesem Teil von Tomb Raider, was im Jahre 2013 entstanden ist, ist Lara Croft erst zu ihren Fähigkeiten gekommen. Oh mein Gott, ich hab da was gehört. Shit, wir sollten uns beeilen. Oh oh. Ich ahne was Böses, Freunde. Keine Zeit zum Reden. Keine Zeit zum Erklären. Was war das jetzt? Ist da etwa ein Ölkanister hinten? Oh, Scheiße! Das war laut. Weiter, schnell. Kommen wir hier hoch? Ja, es geht. Ach du Scheiße. Es kracht ein. Schnell, Beeilung. Shit, wer ist das? Oh mein Gott. Nein. Weg da, du Penner. Der Bursche will's wissen, Mann. Der Bursche will's wissen. Komm zurück! Ich will dir nur helfen. Oh, Scheiße. Wie soll man hier bitte Luft kriegen, wenn das Wasser noch steigt? Und die Fackel ist noch an. Oh, Backe. Eilung, guck bloß nicht nach hinten. Keine Zeit. Mann, Mann, Mann. Willenskraft. Finden Sie einen Weg hinaus. Fuck, unsere Fackel ist aus. Wo sind wir denn hier bitte gelandet? Ist das etwa das große Boot? Oh, die Flut.
uns schnell hier raus. Oh, Scheiße. Die Frage ist wie. Oh, mein Gott. Beeilung. Mehr Feuer. Zum Glück. Höhle der Plünderer. Okay. Ich glaube, Feuer ist hier ganz praktisch. Damit wir hier überhaupt was sehen. Und Feuer, wie ihr wisst, scheucht die großen Insekten und wenn nicht sogar die Ungeheuer und die Verbrecher hier weg. Oh Mann. Okay. Kurz nochmal unseren Überlebungsinstinkt hier. Ah, ich verstehe. Ich muss sie hier wohl anzünden, wie es aussieht. Eins. Und das ist zwei. Zack. Ich hoffe, das hat was gebracht. Alles läuft blind. Und ihr wisst ja, dass Lara eine Studentin ist, die erst kürzlich ihr Studium abgeschlossen hat und jetzt schon direkt in der Bedrulle steckt. Also es ist schon ganz heftig hier. Hammer, ey. Erstmal natürlich alles gucken hier. Also ich weiß absolut gar nicht, was hier los ist. Drücken Sie F, um zu schubsen. Alles klar. Weg damit. Nochmal. Geht nicht. Shit. Okay, da hängt, glaube ich, was. Oh, Backe. Warum geht's nicht? Oh, shit. Hier ist ein Rotter gefallen. Oh, mein Gott. Vielleicht muss ich ja hoch. Das kann ja auch sein. Oh, shit, ey. Einen Moment. Ah, ich habe was gefunden. Könnte ja auch hier was sein, eventuell. Komm schon. Okay, nichts wie weg. Ich hoffe, das platzt jetzt nicht. Was passiert jetzt? Da brennt was. Ach du Scheiße. Verdammte Hacke. Ja, ich glaube, wir müssen was wirklich reintun, anders geht's wohl nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Heiliger Bimbam. Und das Springen finde ich ja auch ganz cool. Aber nichts wie los. Einmal kurz durch, jetzt ist zwar die Fackel aus, aber das ist halb so schlimm. In den Fässern? Moment mal. Können wir theoretisch ein Fass nehmen. Hier. Und was dann? Ach du Scheiße. Das kann was werden. Gehen wir mal erstmal hier rüber. Hoch. Hier kommen wir gar nicht hoch. Scheiße. Und da habe ich leider Gottes nochmal einen Schnitt gezogen, denn das ganze Suchen hat viel zu lange gedauert. Tut mir leid, aber jetzt geht's weiter. Wie geil ist das denn bitte? Okay, dann ist wieder runter. Das haben wir auch gemerkt. Ein paar Fails gehören wohl dazu, oder? Zack! Ach du Scheiße. Nichts wie weg hier. EP 250 plus. Da hinten ist Sonnenlicht. Alles kracht ein. Beeil dich. Oh, Backe. Shit, der Weg ist versperrt. Wir müssen hier lang. Oh Mann, aber hier ist auch Sonnenlicht. Oh nein. Warum nach unten? Oh Gott. Ach du Scheiße. Renn um dein Leben. Du Scheiße. Gott im Himmel. Heiliger. Strohsack. Oh mein Gott. Nein, nicht er schon wieder. Oh Scheiße. Was war das?
Los, du Mistkerl! Oh Gott, der ist weg. Schnell weiter. Oh nein, die ganzen Steine. Die Brocken. Ach du Scheiße, und hier schnell rüber. Ach du Scheiße. Wohin geht's? Ah nein, meine Fackel. Hoch, 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 hoch. Na los, Lara. Ausweichen. Das war knapp. Weiter hoch. Shit. Nein. Alter Falter. Bitte nicht noch ein Brocken. Bitte nicht. Tomb Raider. Oh mein Gott. Was ist das bitte für eine brenzliche Situation mit Lara? Das ist ja schon heftig genug. Schaut euch mal das Flugzeug da hinten bitte an. Das sieht ja richtig kaputt aus. Oh Mann. War wohl ein schrecklicher Unfall, den wir hier erlitten haben. Aber wo sind eigentlich unsere ganzen Bekannten? Conrad Ross, Sam und Rice und die ganzen anderen. Das werden wir alles in der nächsten Episode erfahren bei Let's Play Tomb Raider.